zusammen und herzlich willkommen zu Max grüßt Folge 42. Ich habe diesmal 44 Personen zusammengebracht. Die, wo jetzt nicht mit dabei sind, sind dafür in der nächsten Folge mit dabei. Und die, wo jetzt weiter unten sind, sind dann halt weiter oben. Ich habe wieder wie immer durchgemischt. Und jetzt bleibt bis zum Ende dran. Ich habe nämlich nach die Grüße noch was zum Sagen. Also erste Person. Ratze Dawn aus dem Stadel, Rollerbreiner, Dr. Stuhl, Schwester Gisela, Alpaka, Gummifuchsbaum, Television, Bombfritz, Sir, Moonwalker, 3453, Veganer Single, Allmann, Alpaka, Parkplatzproblem, Matthias Wellensohn, Ich Mobil, Kreisender Igel, Mac Mark, Bunsche Dorothee, Schweiner Schinkler, Lampenbrille, Vincent, Nummer 21, Augsburg Guide, Sebastian, Sengotami, I Washington's Minecraft Channel, M. Hauer, Gigi Elvator, Laser Wrestler, Mikro 1994 B, ist übrigens mein Geburtsjahr, also 1994 ist mein Geburtsjahr, Lost Money, Frank Kecko, Kost Killerei, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Michelks, Jimmy Ossenkeck, Blix, Wixkribbel. Also Wixkribbel ist eine eigene Person. Haifisch, Pire Bar, Rafi Ruth, Tundercheck, besorgter Internetnutzer, Miese Petri, Geheimbewohner, Bremsreiniger, Wäschmenschen und Relaxi Music, Nature und so weiter. Von der letzten Person habe ich übrigens den Kanal abonniert. Das waren jetzt die 44 Personen. Und wie gesagt, wer nicht mit dabei war, der ist in der nächsten Folge mit dabei und so weiter und so fort. So, und jetzt kommen wir zu dem, was ich noch sagen möchte. Ich habe ja letztens mal angesprochen, dass ich in die Tierschutzpartei wahrscheinlich demnächst eintrete. Und ich fange jetzt schon langsam an, mich so ein bisschen umzustellen. Ich weiß, viele denken jetzt sicher, ja, du bringst ja, du isst ja Fleisch und das ist auch nicht gerade das Beste für die Tiere und so. Ja, wir können auch gerne in die Kommentare unsere Meinungen dazu austauschen. Also, denkt mich mal interessieren, was eure Meinung dazu ist, dass ich jetzt in die Tierschutzpartei eintreten möchte. Also, wenn es klappt. Ne? Wie gesagt, gestern im Discord, ich verrate es jetzt einfach einmal, wir haben im Discord drüber geschrieben, da, also ein paar Kontakte von mir haben halt im Discord mit mir drüber geschrieben, dass Fleisch, dass die Tierschutzpartei nicht so gut ist, weil ich ja auch Fleisch esse und Weißwürst und so, aber ich denke, es gibt auch dann habe ich geschrieben, Bio ist ja noch erlaubt, denke ich mal, weil Bio, beim Bio-Bier zum Beispiel, ich habe mir heute einen Kasten Bio-Bier besorgt und ich denke, beim Bio, bei den Bio-Produkten ist es ein bisschen sauberer wie bei den normalen. Also so habe ich das einmal nachgoogelt. Es heißt, bei Bio hat man eigentlich nichts dagegen und ich trinke deswegen jetzt ab sofort Bio-Bier, weil ich eben gelesen habe, dass die der Löwenzahn spritzen. Und damit machen sie die Bodentiere kaputt. Und von daher möchte ich langsam auf Bio umsteigen und dann vielleicht irgendwann einmal aufs Fleisch verzichten. Aber das muss natürlich langsam Stück für Stück gehen, weil ich hoffe, das versteht ihr, das geht nicht von einmal aufs andere, dass man dann plötzlich auf Fleisch verzichtet. Und es gibt ja auch veganes Fleisch, also so ist es ja nicht. Schaut so mal in die Supermarktläden, da gibt's auch veganes Fleisch. Also auf Fleisch muss man nicht unbedingt verzichten. Von daher vielleicht auf veganes Fleisch umsteigen. Aber bis dahin ist auch noch ein Stückchen. Aber ich find's, für den Anfang macht's Bio-Bier schon mal viel aus. Also schreibt mal einfach mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Wie gesagt, ich habe einen ganzen Träger gekauft. Habe auch schon 4 Stück, habe auch schon ein bisschen was im Kühlschrank rein, dass das kühl wird bis später. Und ja, ich kann euch ja morgen mal sagen, wie es geschmeckt hat.
wenn ihr wollt. Also, ne? Und ich habe auch gehört, man fängt am besten bei sich selber an mit den Bio-Sachen, weil so kann man auch ein bisschen das Ganze schützen und vielleicht stoppen, dass das nicht mehr so gespritzt wird, das Ganze, weil ich finde, mit so einem Unkrautstecher kommt man beim Unkraut auch schon weit. Also früher, wie ich noch in der Gärtnerei war im Ulrichswerk, da habe ich auch oft mit dem Unkrautstecher das Unkraut rausgemacht. Das ging super. Also da braucht man nicht unbedingt spritzen. Ne? Weil indem man spritzt, habe ich gehört, da macht man dann natürlich auch die Bodentiere kaputt. Das ganze Gespritze ist nicht so gut für die Bodentiere. Ne? Also wenn ihr versteht, was ich meine. Auf jeden Fall mache ich mir da jetzt schon meine Gedanken und möchte es eigentlich schon umsetzen, was mir da so im Kopf rumgeht. Ne? Ich möchte natürlich schon gucken, dass ich das so hinkriege, dass ich natürlich dann das mache, was gut für die Tiere ist. Also nicht so, wie es in Discord drin gestanden ist, dass ich zum Schlachter gehe und selber ein Tier schlachten muss. Ich möchte das eben nicht. Ich möchte gucken, dass ich das mache, was gut für die Tiere ist. Wenn es sein muss, auch auf veganes Fleisch gehen. Weil das ist vielleicht dann auch schon wieder ein Stück, wo man dann sagt, ja gut, ich habe geschafft, dass ich zumindest veganes Fleisch esse. Ne, weil bloß von Salat ernähren ist auch scheiße. Ne. Man kann ja auch Kässpatzen essen und das kann man schon essen, Kässpatzen, weil da... Und außerdem in der Tierschutzpartei habe ich gelesen oder habe ich auch ein Video in YouTube gesehen. Ich verlinke euch das Video, was die von der Tierschutzpartei so machen. Gibt es ein Video in YouTube, das werde ich euch verlinken. Und da zeigen es halt Sachen, wo die Tierschutzpartei so umsetzen möchte. Und seit ich das Video gesehen habe, bin ich überzeugt von der Tierschutzpartei und möchte unbedingt auch ein Teil davon sein. Und deswegen fülle ich am Dienstag das eben aus. Und dann schauen wir mal weiter. Wenn was Neues rauskommt, gebe ich es natürlich in einem der Videos bekannt. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe bisher Fleisch gegessen, ja. Ohne schlechtes Gewissen, dass ja da die Tiere am Arsch sind und wie die da behandelt werden und alles. Ich werde jetzt natürlich auch nicht nur Bio-Bier, ne? Ich werde jetzt nicht nur Bio-Bier trinken. Ich werde auch anderweitig Bio zu mir nehmen, ne? Bio-Eier, Bio-Säfte, ne? Da gibt es zum Beispiel den Dance-Bio-Laden, der hat viel Bio. Dieses Bier habe ich zum Beispiel auch von Dance, ne? Und ich bin schon gespannt, wie das schmeckt heute Abend. Natürlich gibt es in der Arbeit auch Bio und da kaufe ich mir natürlich dann auch ab und zu. Das Bier ist natürlich auch noch billiger. Da komme ich auch noch billiger weg wie im Dance Bio Laden. Also 14 Euro noch was hat das im Dance Bio Laden kostet. Das ist jetzt eins aus der Arbeit. Ja, was mich aber auch noch interessieren würde, ob so leichtes Weizen, wo Bio produziert ist, auch noch gibt. Mal gucken, was so alles gibt mit Bio. Auf jeden Fall, wir können die Meinungsverschiedenheiten in die Kommentare unter dem Video austauschen und vielleicht ein bisschen drüber diskutieren. Ja, mal gucken, was ihr so für eine Meinung darüber habt. Also meine Meinung ist, das ist eine saubere Sache und ich schaue, dass ich mir jetzt langsam Stück für Stück auf Bio umstelle. Und dann kümmere ich mich noch ums Fleisch, dass ich vielleicht veganes Fleisch esse. Das ist dann meiner Meinung nach vielleicht auch nicht so schädlich. Ja, und halt guckt, dass ich mehr Salat und Kässpatzen und lauter so Zeug esse. Und nur noch ganz selten, wenn es unvermeidbar ist, noch das normale Fleisch. Also wenn ich nicht gleich weiß, ja, das ist kein... Also ich frage jetzt auch immer nach, ist es Bio... Ist es biologisch oder so, das wäre jetzt ab sofort schon immer fragen. Aber wenn es natürlich nicht zum Vermeiden ist,
was will ich noch machen? Aber ich versuche natürlich größtenteils Bio zu bleiben. Ne? Ich weiß, den Tiere geht's beim Bio genauso am Hals, aber naja. Ist immerhin besser, wir und ich rate euch, schaut euch einfach einmal das Video an über die Tierschutzpartei, wo ich euch in der Videobeschreibung verlinke, neben meinem zweiten Kanal. Also zuerst mein zweiter Kanal und unter der Verlinkung von meinem zweiten Kanal kommt die Verlinkung mit dem Video zum Thema Tierschutzpartei. Und dann kommen meine Social Media Sachen und wo mir Post hinschicken kann. So ist es eingeteilt, also wenn ihr da reinschaut. Ich verlinke euch das Video aber auch in die Kommentare. Ansonsten war es das. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mal einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt mich immer abonnieren. Beim Abonnieren gibt es eine Glocke. Wenn ihr da draufklickt, verpasst ihr die neuesten Videos nicht. Ihr könnt mir meine Social Media Sachen folgen, stehen hier im Bild und in der Videobeschreibung. Genauso wie gesagt, die zwei Sachen sind verlinkt und wo man Post hinschicken kann, steht drin. Ansonsten können wir die Meinungsverschiedenheiten austauschen. Und auch sonstige Kommentare könnt ihr mal da lassen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen restlichen Tag. Habe die Ehre. Wir sehen uns morgen im Kaffeeklatsch am Sonntag.